Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig. Sie können durch ihre entzündungshemmende Eigenschaften einen positiven Einfluss auf Krankheiten und Entzündungen haben und uns davor bewahren, krank zu werden. Als besonders wertvoll für unsere Gesundheit werden die langkettigen Omega-3-Fettsäuren betrachtet. Die letzten vier Lebensmittel, die ich dir vorstellen werde, enthalten besonders viele langkettige Omega-3-Fettsäuren. Bevor ich dir die Lebensmittel vorstelle, musst du aber wissen, dass für unsere Gesundheit das Verhältnis zwischen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren sehr wichtig ist. Wir essen viel zu viele Omega-6-Fettsäuren und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Das liegt vor allem an den billigen Pflanzenölen, die in unserem Essen eingesetzt werden. Deshalb sind Lebensmittel, die ein gutes Verhältnis zugunsten von Omega-3-Fettsäuren haben, gut für uns. Welche das sind, erfährst du gleich. Wir essen normalerweise 15 bis 20 Mal mehr Omega-6-Fettsäuren als Omega-3-Fettsäuren. Empfohlen wird aber ein Verhältnis von 5:1 oder niedriger. Willst du über dieses Thema mehr erfahren, dann schau dir unser Video dazu an. Wenn dir das Video gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann gib uns bitte ein Like. Willst du keinen Gesundheitstipp mehr verpassen, dann abonniere den Kanal. Kommen wir zu den Lebensmitteln. Hier sind 10 Lebensmittel, die viel Omega-3-Fettsäuren enthalten und gleichzeitig ein gutes Verhältnis zwischen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren haben. Zu den wertvollsten Lieferanten von Omega-3-Fettsäuren gehören Öle. Erstens das Chiaöl. Unter den Speiseölen hat das Chiaöl mit 57 Gramm pro 100 Gramm den höchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 beträgt 2:6:1. Zweitens Leinöl. Mit 53 Gramm hat Leinöl den zweithöchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Mit 3:7:1 ist das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 super. Auch Nüsse und Samen sind eine wertvolle Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Drittens Leinsamen. Wer kein Öl mag, kann Leinsamen essen. 100 Gramm Leinsamen enthalten etwa 20 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 beträgt, wie beim Leinöl, 3:7:1. Viertens Chiasamen. Auch Chiasamen weisen mit 18 Gramm pro 100 Gramm einen hohen Anteil von Omega-3-Fettsäuren auf. Das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 liegt bei 3:1:1. Drittens Walnüsse. Walnüsse sind großartige Lieferanten für Omega-3-Fettsäuren. Sie enthalten 10 Gramm pro 100 Gramm. Das Verhältnis ist hier zugunsten von Omega-6-Fettsäuren bei 1:4. Trotzdem ist es immer noch ein sehr gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Sechstens Macadamia. Unter den Nüssen ist die Macadamia-Nuss eine tolle Quelle von Omega-3-Fettsäuren. 100 Gramm enthalten 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren beim Verhältnis von 1:1,8. Lass uns nun die letzten vier Lebensmittel betrachten. Sie sind nicht nur reich an Omega-3-Fettsäuren, sondern enthalten sehr viele langkettige Omega-3-Fettsäuren. Und das sind die Fische. Vor allem die langkettigen Omega-3-Fettsäuren gelten als sehr gesund. Siebtens der Hering. Der Hering hat 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm. Das Verhältnis von Omega-3-Fettsäuren zu Omega-6-Fettsäuren liegt bei 12:1. Achtens der Thunfisch. Mit 4,2 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm ist der Thunfisch eine hervorragende Quelle für langkettige Omega-3-Fettsäuren. Das Verhältnis liegt bei 10:1. Neuntens der Lachs. Auch der Lachs ist eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Im Lachs befinden sich 2,3 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm. Das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 liegt bei 2:7:1. Zehntens die Sardine. In der Sardine finden wir 1,5 Gramm Omega-3-Fettsäuren pro 100 Gramm. Das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 liegt bei 10:1. In Deutschland weisen 75% der Bevölkerung einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren auf. Wenn du wissen möchtest, welche Symptome auftreten können, wenn du einen Omega-3-Mangel hast, dann schau dir unser Video dazu an. Hat dir das Video gefallen? Dann hinterlasse einen Like. Willst du keinen Gesundheitstipp mehr verpassen? Dann abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bleib gesund!